Herzlich willkommen zurück zu Gunsmith Part 3. Dieses Mal nehmen wir uns, und das ist relativ easy, die MP5 vor. Wenn ihr guckt bei Mechanic, ihr solltet gucken, dass ihr Peacekeeper Stufe 2 bekommt für das Ganze. Da braucht ihr nämlich gleich einen Aufsatz. Gunsmith Part 3, MP5, 210, maximales Gewicht 4 Kilogramm, 50 Rounder. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr das macht, ist es relativ einfach beim Zusammenbauen. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, sind die 50er Magazine. Die sind nämlich richtig teuer. Ihr braucht nur eine Standard-MP5, nichts anderes. Und dann macht ihr euch nämlich den neuen Receiver drauf. Wenn ihr das nicht so macht, dann habt ihr nämlich den hier. Ihr wollt den hier haben. Dazu das 50er Rounder Mag, den MP5 SD Handguard, den Suppressor vorne dran. Dann macht ihr das Ringmount dran. An das Ringmount könnt ihr das TBL-Laser dran machen. Super einfach. Hier macht ihr ganz normal einen Charging-Handle. Und dann ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr oben das Drumvisier mit drauf macht. Und wenn ihr das habt, nichts mehr zu tun. Das ist alles, was ihr braucht. Das größte Problem ist genau das hier. Ihr kriegt dieses Mount nicht im Raid. Ihr findet, es ist einfach so selten. Deswegen Peacekeeper auf Level 2. Auf dem Flea ist es sehr, sehr teuer. Und wenn ihr es dann bei Peacekeeper kaufen könnt, könnt ihr die Waffe nämlich so kaufen. Könnt sie so bauen. Dann ist sie schon fertig. Dann geht ihr zu Mechanic. Gunsmith Part 3 erledigt. Das teuerste, das Ring Mount, deswegen Peacekeeper 2. Und das 50er MP5 Mag, wenn ihr es ein bisschen Glück findet. Super, wenn nicht, kauft es auf dem Flea. Quest ist erledigt, die nächste kann rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da.